Die Territorialregion 2 präsentiert einen actionreichen Informationstag der Connex 15 in Muttenz. Sonntag, 20. September 2015. Mit der Landung zweier Helikopter beginnt in Muttenz der Informationstag von Connex 15. Die umfassende Volltruppenübung unter der Leitung der Territorialregion 2 spielt sich während 10 Tagen in der Nordwestschweiz und am Jura-Südfuss ab. Heute wird der interessierten Bevölkerung ein Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Wir dürfen eine Ausstellung Expo, sagen wir der, ganz einfach einrichten mit den Verbänden, die hier im Einsatz sind, und haben die können anreichern mit der Ausstellung Präsenz 15. Das ist die Chance, einerseits der Bevölkerung zu zeigen, was hat die Armee jetzt aktuell. Weil ich stelle fest, viele Leute wissen nicht mehr, was eine heutige Infanteriekompanie auszeichnet. Und gleichzeitig können wir der Bevölkerung auch zeigen, woher die Reise führt, was die Armee an Leistungen erbringt. Ihre, deine Armee, was sie zugunsten von der Bevölkerung erbringen. Mit dieser Ausstellung können wir das sehr gut zeigen. Die Besucher reagieren sehr positiv auf die Ausstellung. Ich denke, wir haben diverse Highlights. Insbesondere auch mit der Arena, wo Live-Darstellungen gemacht werden. Von dem her denke ich, ist das ein Anlass, der für die ganze Familie passt. Die Connex 15 ist eine Volltruppenübung, bei welcher rund 5000 Angehörige verschiedener Truppengattungen der Armee mögliche Einsätze zugunsten ziviler Behörden trainieren, wie die Überwachung wichtiger Infrastrukturen oder die Unterstützung im Bereich Chemie und Rettung. Spannend zum Schauen, ich habe auch noch nicht alles gesehen. Es hat ein Haufen Neues gegeben, Brücke und so weiter habe ich noch nicht gesehen bis jetzt. Und von dem her gesehen, für die Bevölkerung dunkel, ist es lässig. Ich finde das gut, dass man auch mal einfach die Bereitschaft auch sieht vom Militär. Das ist gut, da sieht man mal eine ganze Infrastruktur, die es hat. Ich finde das gut. Die Leistungsschau demonstriert eindrücklich und nachvollziehbar, wie die Armee im Falle einer Krisensituation in urbanem Umfeld reagieren kann und welche Hilfsmittel sie dabei einsetzt. Sehr interessant, und zwar habe ich jetzt gemerkt, dass viele Leute gar nicht realisieren, was für Kompetenzen wir haben, wie viele Kompetenzen wir haben. Das vor allem jetzt in der Rettung, in Bezug auf Trümmerrettung oder einfach allgemein in Krisensituationen, was wir alles für Möglichkeiten haben, um der zivilen Bevölkerung zu helfen. Und das sind wirklich viele Leute erstaunt, wie viel wir eigentlich können machen, wenn wirklich mal etwas passieren würde. Und ich glaube, das gibt den Leuten nachher dann auch ein sicheres Gefühl, dass sie wissen, unsere Armee in der Schweiz ist bereit, um helfen in Krisensituationen. Also ich finde es eine tolle Art, wie sich hier die Schweizer Armee präsentiert. Ich finde das etwas Schönes, auch in unserer Gegend. Bis jetzt hat mir die Ausstellung gut gefallen, was ich gesehen habe. Mein Herz schlägt halt immer auch für die grossen, schweren Autos. Wir nehmen persönlich mit diesen Eindrücken, was wir auch mal werden machen in der Militärzeit. Wow, es hat sich gelohnt, zum Kommen.